Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, was soll ich sagen? Wieder nicht wöchentliches Video. Ihr seht, letztes Video ist 2 Wochen her. Aber ihr kennt das Spiel schon mittlerweile. Heute mal spontan wieder ein schönes Video raushauen bei dem Wetter. Und da meine Freundin letztens gesagt hat, mein letztes Video ist irgendwie rübergekommen, wie so eine halbe Wettervorhersage, habe ich mir gedacht, mache ich doch mal für heute euch eine schöne Wettervorhersage. Also kommen wir nun zur Wettervorhersage. Die letzten Tage war das Wetter scheiße. Es war regnerisch, es war kalt. Heute ist das Wetter schön, wie ihr seht. Genießt es. Heute ist es auch nicht kalt. Nein, heute sind es 9 Grad. Die nächsten Tage soll es kalt werden, Minusgrade und dazu auch wieder scheiße. Nein, also wie ihr euch wahrscheinlich auch schon denken könnt, sind die letzten Tage bzw. die letzten 2 Wochen wieder kein Video gekommen, weil das Wetter einfach nur grottenschlecht war bei uns. Es war wirklich grottenschlecht. Ja, da sind wir wieder beim Thema Wettervorhersage. Nein, aber ich wollte das kurz sagen, einfach so. Also ich hatte die ganze Zeit so Bock, wieder Videos zu machen. Vor allem, weil ich gesehen habe, dass das letzte Video bei euch so gut angekommen ist. Endlich mal wieder ein Video, was über 1500 Aufrufe hatte. Das hat mich so gefreut. Aber ja, das Wetter hat mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, geil. 7. Gang, nicht vorhanden. Junge, wo wollte ich hinschalten? Wetter macht mir leider immer im Moment einen Strich durch die Rechnung. Dafür habe ich heute mal den einzigen schönen Tag, der jetzt angesagt war, genutzt. Die letzten Tage war es wirklich komplett scheiße. Und die nächsten Tage soll es auch wieder nicht so schön werden. Deshalb, ich nutze die letzten Sonnenstrahlen heute mal wieder. Denn ich wollte eigentlich schon früher ein Video machen, aber meine Schule hat mir da auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn ich hatte heute schön bis ungefähr kurz vor 16 Uhr Schule. So viel Zeit hatte ich gar nicht, jetzt mal ein Video zu machen, denn bis 17 Uhr soll die Sonne nur noch da sein. Ungefähr 17 Uhr. Und die ist auch ziemlich flach jetzt mittlerweile schon. Ja, ich musste mich jetzt etwas beeilen, noch ein Video zu machen, aber ich wollte unbedingt heute eins machen, weil sonst hätte ich wieder die nächsten Wochen keins gehabt. Ah. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare unten, ob ihr findet, dass ich demnächst Nachrichtensprecher werden sollte für die Wettervorhersage. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, gab es so ein paar Änderungen auf meinem Kanal. Ich weiß ja nicht, wer von euch so wirklich regelmäßig meinen Kanal verfolgt. Aber es gab jetzt seit dem letzten Video so ein paar Änderungen auf meinem Kanal. Und zwar habe ich einige Videos von meinem Kanal genommen, beziehungsweise ich habe sie nicht von meinem Kanal genommen, also ich habe sie nicht gelöscht oder sonst irgendwas, sondern ich habe sie halt auf privat gestellt. Das heißt, dass sie jetzt nicht gelistet sind oder so. Deshalb einfach, weil ich mir dachte, komm, jetzt wo mein Kanal mal so ein bisschen, ich sag mal, professioneller in die Richtung Motovlog gehen soll, muss ich auch mal was dafür tun. Und ich fand es jetzt nicht mehr so passend, dass halt auf meinem Kanal noch die alten Videos vor mir waren aus meinen Kindertagen, wo ich, weiß ich nicht, also mit YouTube habe ich angefangen 2014 und da sind halt teilweise noch Videos von 2014 oder 2015 gewesen. Fand ich jetzt nicht mehr so passend und teilweise halt auch nicht Motovlogs, sondern normale Vlogs, die ich damals mit einem Kollegen von mir gemacht habe. Deshalb habe ich die Videos aber auch nicht gelöscht, sondern ich wollte die Videos unbedingt noch haben. Das heißt nicht, dass sie komplett weg sind, sondern sind halt nur jetzt, die werden nicht mehr angezeigt jetzt in der Liste meiner Videos. Aber ich wollte sie halt unbedingt noch behalten, die Videos. Deshalb, Jan, an der Stelle, wenn du das Video siehst, nein, die Videos sind nicht gelöscht. Sie gibt es noch, aber sie sind halt nicht mehr angezeigt auf YouTube. ja, und ich dachte mir, komm, da muss ich mal irgendwas tun. Also habe ich die Videos runtergenommen jetzt. Und ich finde, das sieht jetzt viel besser aus. Also jetzt sind nicht mehr so viele Videos auf meinem Kanal und jetzt halt mehr nur noch Motovlog-mäßig. Das passt halt viel besser, finde ich. Könnt ihr auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und was sich auch noch geändert hat, ist, ich habe einen neuen Kanalbanner. Tatsächlich endlich mal nach langer Zeit ein neuer Kanalbanner, der auch zu meinem Kanal passt. Also wirklich gut aussieht, vor allen Dingen auch. Ja, also wie gesagt, einen neuen Kanalbanner, der auch wirklich sehr gut zu meinem Kanal jetzt passt. Ich finde, der ist auch richtig gelungen. Und an der Stelle muss ich ganz klar sagen, dickes Dankeschön an denjenigen daraus, also an den Kollegen von mir, ich sage jetzt einfach mal, dass ein Kollege von mir ist, der den Kanalbanner für mich gemacht hat. Wirklich dickes Shoutout an dich. Dankeschön an der Stelle nochmal, denn ich hatte vor ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht einer Woche oder so, ist es her, dass ich eine Instagram-Story gemacht habe,
Hier übrigens könnt ihr gerne auch mal an der Stelle meinen Instagram-Kanal bzw. meine Instagram-Seite folgen. Den Namen werde ich jetzt hier unwahrscheinlich mal kurz einblenden. Würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir da auch folgen würdet. Und da hatte ich eine Umfrage gemacht in der Story, wer denn gute Kanalbanner machen kann. Und da hat sich dieser Kollege, sage ich jetzt einfach mal, drauf gemeldet, meinte, jo, würde er gerne machen. Ich sollte ihm nur kurz sagen, wie und wie das aussehen soll, bla bla bla. Habe ich alles gemacht. Und das Resultat seht ihr jetzt auf meinem Kanal. Ich finde es echt geil, echt gelungen. Dankeschön nochmal. Sein Instagram werde ich jetzt hier unten auch noch kurz im Video zeigen und vielleicht auch verlinken in der Infobox, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich denke da dran. Dann könnt ihr ihm auch gerne auf Ehre folgen. Wie gesagt, er hat ihn gemacht. Dankeschön an der Stelle mal. Ja, und das war es eigentlich an Änderungen jetzt auch erstmal auf meinem Kanal. Ich finde, aber jetzt geht es schon mal so Richtung Professionalität. naja, was man professionell halt nennen möchte, wie man es will. Aber mein letztes Video war auch in 4K. Das hat mich sehr gefreut, weil ich habe es diesmal nochmal über ein anderes Gerät geschnitten. Und da hat es dann endlich geklappt, dass die Auflösung mal besser war. Ach Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es mich gefreut hat zu sehen, dass das Video nicht mehr in dieser ranzigen 1080p Auflösung war auf YouTube, sondern dann endlich mal in 4K. Ja. Nice, Blitzer an der Stelle. Ja, einige Scheiße. Ich muss ja echt zugeben, mittlerweile bin ich ziemlich genervt, sodass man kaum was machen kann, dass man kaum wohin gehen kann. Man kann ja, was macht man denn gefühlt überhaupt noch? Jetzt seit einem Jahr fast schon. Man ist doch nur zu Hause wirklich, macht sogar schon Schule von zu Hause. Die meisten arbeiten von zu Hause mittlerweile. Zumindest die Möglichkeit haben. Und ja, was macht man? Man macht doch überhaupt nichts mehr. Und vor allem, ihr könnt ja gerne mich auch mal in den Kommentaren wissen lassen, wie das bei euch Jungs aussieht jetzt so. Ihr könnt euch schon vielleicht vorstellen, was ich meine. Und zwar geht es in Richtung Haare schneiden. Wie seht ihr denn aus so mittlerweile, so nach ein paar Monaten ohne Friseur? Also ich muss echt sagen, ich habe glaube ich noch nie so schrecklich auf dem Kopf ausgesehen in letzter Zeit oder in den letzten Jahren wie jetzt gerade. Also es ist echt schon langsam sehr kritisch, so nach jetzt glaube ich 2-3 Monaten ohne Friseur oder so. Ja, was soll man da groß sagen? Ich könnte mich ja gerne mal wissen lassen, wieso eure Haare mittlerweile aussehen nach so langer Zeit ohne Friseurbesuch. Also es ist echt schrecklich. Es nervt mittlerweile auch schon, wenn man irgendwo Sachen für die Schule macht oder am Autofahren ist oder so und die Haare, und hier sieht man jetzt nochmal schön die Sonne. Herrlich, was soll man sagen? Die Idee, was haltet ihr davon von einem Videoformat, das wie bei Moji zum Beispiel oder bei wem auch immer das war jetzt gerade, also, ihr euch zum Beispiel jetzt bei mir auf Instagram einfach melden könnt, mich anschreiben könnt, wenn ihr Bock darauf habt, dass ich mal ein Video über euer Bike mache, über euer Motorrad. Dass ich halt dann damit fahre, so, ich meine jetzt nicht den ganzen Tag damit oder so, sondern ihr kennt das ja so aus anderen von anderen Motovloggern so für, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Einfach, dass ich da so ein kurzes Video drüber mache, so. Also wenn ihr diese Idee geil findet, gerne, hätte ich richtig Bock drauf auf so ein Video, auf so ein Format, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Damit würde ich mich auch wieder für das heutige Video verabschieden bei euch. Es wird jetzt auch langsam frischer, es ist jetzt auch schon gleich 17 Uhr, Sonne geht auch langsam weg, es wird ein bisschen dunkler und nicht mehr so angenehm wie vorhin. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann halt nicht. Und wie gesagt, alles was ich im Video gesagt habe, könnt ihr mir gerne kommentieren. Freue ich mich immer drüber, über Kommentare von euch. Die meisten versuche ich auch zu beantworten, beziehungsweise ich versuche eigentlich immer alle zu beantworten. Nur manche lassen sich irgendwie nicht anzeigen. Ich weiß nicht, ob das wegen den Community-Richtlinien ist, dass manche Kommentare irgendwie einfach gesperrt werden oder so. Aber das wäre ziemlich also ich würde es nicht verstehen, warum, weil die Kommentare von euch sind eigentlich nie schlimm oder so. Nein, wie gesagt, kommentiert gerne. Wenn euch meine Videos gefallen, wenn euch das Video überzeugt hat, was auch immer, lasst mir gerne ein Abonnement da. Was laber ich hier schon wieder? Ich wollte eigentlich sagen, lasst mir gerne ein Abo da, so. Ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin würde ich sagen, haut rein!